Fantastic. Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Clash of Clans mit Manfred. Du bist ja bei Finboy, ja. Heute das lang ersehnte Truppenduell. Welche Truppen haben wir denn im Angebot? Wir haben im Angebot, wir sehen es jetzt hier schon, nebeneinander Hexen gegen Pekka. Pekka gegen Hexe, Hexe gegen Pekka. Beide endlich maxed. Das bedeutet, wir können das Duell endlich machen. Ich hatte das schon mal in der Kick-Gruppe des Mobile Fanboy Clans wurde das auch schon mal angeregt, das doch mal zu machen. Wir haben jetzt gleich die Pekkas alle fertig. Wir haben jetzt gleich 225 von 240 Platz. Ich kann ja leider nicht voll machen, Pekka, aufgrund des Platzes von 25, den er ja nun mal braucht, kriege ich natürlich die 240 nicht komplett voll. Weiß auch gar nicht, ob ich noch einen Pekka in die Clanburg bekomme. Wenn es denn so ist, dann muss ich mir später natürlich auch noch zwei Hexen besorgen für die Clanburg. Wir greifen natürlich wie immer die letzte Kobold-Mission an. Ich habe mir mein iPad schon mal hier nebengelegt. Zum Stoppen werde ich natürlich die Stoppuhr auch wieder einblenden. Wir greifen hier an. Hab mir schon mal einen leichten, ja, ich würde mal sagen, einen leichten Plan überlegt. Will mal ganz kurz zu den Regeln kommen. Ich nehme nur die Pekka und Zauber. Ich nehme keine Helden, das heißt, ich nehme keinen König, keine Königin, keinen Warden, keinen Zauber aus der Clanburg. Bedeutet, ich nehme nur die eigenen Zauber und die Pekka. Und gleich, wenn ich die Hexen nehme, nehme ich nur die Hexen und die eigenen Zauber. Das sind die Regeln. Wer schafft, wer schafft zum einen mehr Prozent und wer schafft es vor allem dann schneller? Das ist ja auch noch eine Sache. Die Pekka sind ja relativ langsam. Es wird die Frage sein, schafft überhaupt eine der beiden Truppen die vollen Prozente? Ja oder nein? Ich booste jetzt schon mal eben beide Kasernen hier, damit wir da mal ein bisschen zügiger zu Potte kommen. 225 Platz. Let's go, würde ich sagen. Wir greifen an. Also, ich muss eben warten. Ich muss eben auf den letzten Zauber warten. Der dauert noch eben 8 Minuten. Der Frost-Zauber. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir dann auch schon bereit. Ich bin mal gespannt, ob ich vielleicht noch einen Pekka bekomme oder nicht. Werden wir dann sehen. Ich denke mal jetzt gerade eher nicht. Allerdings, ich bin mal gespannt. Ihr könnt ja schon mal jetzt tippen, was denkt ihr, wer wird gewinnen. Ich würde eher zum Pekka tendieren. Man darf allerdings auch die Hexen auf keinen Fall unterschätzen. Die Hexen sind sehr, sehr mächtig. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich mit den Hexen vorgehen werde. Wir werden sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ich würde sagen, warten wir eben auf den Zauber. Und sehen uns dann gleich wieder. So, ein bisschen mehr als eine Minute noch, also relativ wenig durch den Boost. Und wir gucken mal ganz kurz schon mal auf die Armee. Ich habe mir das nämlich wie folgt überlegt mit den Pekkas. Ich nehme einen Erdbeben mit, nehme zwei Wut mit, nehme zwei Sprung mit und noch den einen Frostzauber. Die eine Hexe ist jetzt zwar schon in der Clanburg drin, das ist aber egal, weil wir ja sie nicht benutzen werden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal sofort rein. Sobald ich die Truppe gesetzt habe, drücke ich natürlich schnell auf Start bei der Stoppuhr. Ich habe mir überlegt, von den beiden Seiten hier oben reinzugehen, von hier bei den beiden Magiertürmen jeweils einen Sprung zu setzen. Ja, in der Mitte sind die Tesla, die versuche ich zu freezen. Ich versuche es auch relativ zeitig alles hinzukriegen, wie gesagt am PC, ne? Kein Multitouch. Wir schaffen das schon. Und würde ich sagen, auf die Plätze. Ich muss es ein bisschen timen, dass ich gleichzeitig drücke. Auf die Plätze, fertig, los. So, beide Seiten sind gedruckt. Ich weiß, dass hier zwar Bomben sind, das ist mir aber egal, denn die Pekkas, die halten ja relativ viel aus. So, ich warte jetzt nochmal eben schnell ab. In der Mitte ist ein... Oh, da ist eine Riesenbombe. Okay. Jetzt muss ich hier schon mal einmal zünden. Okay, jetzt können wir die freezen. Können da schon mal ein Erdbeben setzen. Ja, es ist wie gesagt, es ist tricky. Die Pekkas laufen jetzt aber alle schon mal eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hoffentlich schaffen sie es gescheit. Boah, die sind ja richtig geil schon am Rasieren. 34 Sekunden. Jetzt habe ich zwar leider keinen Zauber mehr übrig, aber die sollten das relativ zeitig schaffen. Jetzt hoffentlich laufen sie noch in den Wut rein. Ja, sie laufen noch in den Wut rein. Okay, sie schaffen es locker. Sie werden es locker schaffen. Jetzt geht es halt nur noch um die Zeit. Und die Hexen müssen sich echt anstrengen. Die Hexen müssen sich richtig anstrengen, um das zu schlagen. Das wird eine schnelle Runde, Leute. Das wird eine schnelle Runde. Der Magierturm kaputt. Wobei es jetzt natürlich noch drauf ankommt, ja, werden sie es auch noch unter 1,30 schaffen? Das ist die Frage. Pekkas läuft. Bam. Ja, das ist natürlich immer das Problem. Sie sind sehr stark, sie sind allerdings auch sehr langsam, ne, mit ihren Schwertern. Die weiblichen Pekkas, ne, da drin sitzt ja eine Frau. Und die Frauen sind hier ordentlich am Rasieren. Also ein Duell Frau gegen Frau. Und 1,20 habe ich jetzt auf meiner Stoppuhr für die Pekkas. Kann auch 1,19,9 sein oder so. Weiß nicht genau, ob ich richtig drauf gedrückt habe. Aber sagen wir mal 1,20. 1,20 für die Pekkas, das ist mal eine Hausnummer.
das ist tatsächlich meine Hausnummer. Das muss erstmal geschlagen werden. Und jetzt muss ich gucken, was ich für Zauber nehme. Wir müssen mal ganz kurz noch drauf gucken. Ah, ich hatte mir überlegt, genau. Ich hatte mir überlegt, auf jeden Fall 4 Erdbebenzauber mitzunehmen. Also bei den Hexen ist ja immer so, desto weitläufiger die Base ist, desto besser ist es eigentlich für die Hexen. Deswegen hatte ich mir überlegt, dieses Zeug hier in der Mitte aufzusprengen, quasi da, wo die Kanone und das Goldlager ist, aufzusprengen mit 4 Erdbeben. Und dann lass gehen, Kapelle, dann richtig drauf und so weiter und so fort. Werden mal sehen, ob das funktioniert. Ich muss auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob ich Heilzauber mitnehmen soll. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall mal einen Freeze mit. Wir nehmen 2 Wut mit, nehmen uns noch mal einen Sprung mit. Aber nee, das geht ja nicht, ne? Da muss ich mal eben gucken, was wir dann machen. Brauche ich einen Sprung? Oh, das Spiel schließt sich in 5 Minuten für eine Wartungspause. Das ist auch geil. Ja, warum auch immer, muss ich gleich mal nachgucken, warum das so ist. Das wird uns allerdings nicht stören, weil wir ja erstmal das ganze Zeug noch fertig machen müssen. Warum? Ist der Boost dann vorbei? Ich weiß jetzt gerade noch, ich habe es noch nicht nachgeguckt. Allerdings, wenn das jetzt mal weggehen würde, diese Meldung, dann könnte ich auch mal eben schauen, was ich noch entferne. Brauche ich einen Freeze? Ich glaube, ich brauche keinen Freeze, oder? Ich lasse den Freeze mal weg, nehme dafür halt noch ein Erdbeben mit und würde sagen, wir, meine Freunde, sehen uns gleich wieder, wenn die Hexen da sind. Hexen gegen Päcker, Päcker gegen Hexe. 1,20 sind zu schlagen. Ich werde jetzt gekickt, ich weiß nicht genau, wie lange. Also, bis gleich, Leute. So, es hat eine ganze Zeit gedauert, jetzt sind wir wieder da und wollen natürlich noch mit den Hexen angreifen und noch die 1 Minute 20 hoffentlich brechen, der Päckers. Ich bin gespannt, ich habe jetzt einige Hexen ausgebildet, es hat etwas gedauert, die Wartungspause kam natürlich noch dazwischen. Eine Hexe brauchen wir noch, es sind dann 20 Stück. Ich habe mich entschieden für 2 Wut, 1 Sprung und 5 Erdbeben. Wir wollen sehen, was wir machen können, vor allem natürlich da, wo die Magiertürme sind, vielleicht noch einen Erdbeben drauf. Ja, wir wollen mal ganz kurz gucken. Also, habe ich jetzt alles? Na, 1 Minute noch. Wir gucken schon mal ganz kurz eben auf die Karte und gucken mal, was wir denn alles haben. Hier würde ich sagen, zwischen den Magier und den, zwischen den Magier und den Minenwerfer könnten wir ein Erdbeben hauen. Oh, ne, hier. Hier, wo die beiden, ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, oder nee, oder zwischen die beiden? Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Und so weiter und so fort. Am besten, würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt rein, wir haben alle Truppen, wir können angreifen und sobald ich die Zauber gesetzt habe, ihr wisst es ja, geht der ganze Spaß auch los. Oh Gott. 3, 2, 1, los. 2, 4. Da noch einen rein. Okay, jetzt gilt es. Ich muss sie so weit wie möglich nach hinten setzen, damit wir auch natürlich, ich setze da einfach schon mal einen Sprung hin. Oh, das wird. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird oder nicht. So. Jetzt laufen die alle außen rum. Nicht außen rum. Ihr sollt in die Mitte laufen. Lauft in die Mitte, nicht außen rum. Nicht außen rum, 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 nicht außen rum. Jetzt laufen sie. Jetzt gehen sie in die Mitte. Oh, sie lösen schon mal die ganzen Fallen aus. Allerdings könnte es sehr knapp werden von der Zeit her. Die Hexe da lebt noch. Okay, ich habe jetzt noch ein paar Hexen übrig. Es sind so viele Hexen. Ihr müsst alle in die Mitte. Warum habe ich da überhaupt einen Sprung hingesetzt? Ist blöd. Okay, jetzt laufen sie in die Mitte. Jetzt laufen sie in die Mitte. Das könnte von der Zeit her knapp werden. Jetzt muss ich dann Wut hinsetzen. Oh, es wird. Nein, nicht der Minenwerfer auf meine Hexen. Oh, das wird nichts. Wir haben einen Stern. Wir haben zumindest einen Stern. Der Minenwerfer ist jetzt gleich down. Okay, der andere Minenwerfer ist noch nicht down. Der Magierturm ist leider auch noch nicht down. Kriegen sie das Rathaus? Das wäre schon ein Erfolg, wenn sie das Rathaus kriegen würden, das... Ah, es wird knapp. Es wird knapp. Meine schönen kleinen Hexen sind alle kaputt gleich. Nein, es lebt nur noch eine. Leider lebt es nur noch eine einzige Hexe. Wenn sie jetzt nochmal ein paar Skelette nachholt... Ah, jetzt ist sie gleich kaputt. Ah, jetzt ist sie leider gleich... Oh, sie lebt immer noch. Sie lebt immer noch. Sie konnte nochmal ein paar Skelette nachholen, aber es wird nichts. Nein. Das war's. 62% haben die Hexen leider geholt. Es war ein teurer Angriff, aber es war auch ein lustiger Angriff. Ja, man hätte es natürlich noch anders machen können, ich weiß. Wir hätten natürlich jetzt auch noch woanders noch vielleicht wo hätten angreifen können. Es war, wie gesagt, jetzt der erste Versuch. Der Sprungtower vielleicht auch nicht so ganz so gut oder der Wut. Aber wie gesagt, es geht ja um den Spaß. Wir haben es probiert. Hat leider nicht so funktioniert, aber was soll's. Die Päckers haben sich durchgesetzt. Wir haben sogar hier noch einen Boost drin, würde ich sagen. Den nutzen wir natürlich mal eben auch aus. Hier könnte ich rein theoretisch auch noch boosten. Kann ja auch nie schaden. Ja,
Wir haben sogar noch Clan-Truppen. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch Ideen habt für ein Truppenduell, scheut euch nicht, es in die Kommentare zu schreiben. Ich werde es lesen und werde dann gucken, dass wir da noch ein richtig cooles Duell mal rausmachen können. Vielleicht mit dem Warden oder sowas. Vielleicht können wir den Warden noch irgendwie einbauen oder so. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mal in die Kommentare reinschreibt. Und sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. 2015 gratis, ihr seht in der Beschreibung. Ihr wisst es ja, also macht's gut, bis dahin. Ciao. Ah, heute Abend kommt übrigens noch der Speedbuild von meiner Clan Warbase mit einer Attacke sogar. Macht's gut. Ciao.